Ja, und damit herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Heat Death. Wir haben hier aufgehört, dass wir hier angekommen sind und wir können mit dem Zug nicht weiterfahren, weil wir hier dieses Lockdown-Teil haben. Ins Control Center kommen wir nicht, da hat es ein Numpad und den Code müssen wir erstmal finden. Ich würde mal hier beim Manager, Ranger anfangen. Was ist der Manager? Ethan. Warte, auf Stage Power, okay. Wir müssen den Strom hier noch anmachen. Energy Drink. Noise. Und eine Batterie. Ammo. Ich hoffe, die können wir dann später noch selber herstellen. First Aid Kit. Nicht schlecht. Okay, hier geht's mal wieder raus. Nichts Sinnvolles. Kitty! Engineer. Ah, da, Reed. Er stellt gerade seine Ski-Code. Don't forget it and please don't share it. 6718. Okay, Weapon Chip. Was auch immer der gut ist. Oh ja. Gern zu. Sehr gut. Blueprint. Oh, von der Waffe. 2 von 3. Ich hab den allerersten nicht irgendwo übersehen. Sollen wir zuerst. Ach, wisst ihr was? Wir gehen zuerst mal hier rein. Machen hier mal alles an. Also 6, 7, 1, 8. Sehr gut. Unlock Bridge. Schon mal sehr gut. Turn on. Connect to Network. Turn on. Sonst noch irgendwas? Nö. Geil. Dann können wir unseren Zug erstmal hierher bringen. Und ich hoffe, hier hat es irgendwo eine Safe-Station, weil seit dem da hinten habe ich nicht mehr gespeichert. Und das wäre irgendwie mega doof, wenn hier das Spiel crasht. Dann kann ich gerade alles wieder neu machen. Silly. Engine. Angehen. Dankeschön. Können wir eigentlich so einen Battery Charger bauen? Das wollte ich nicht. Power. Dynamo ist ein Manual Power Generator for Train. Nee. Defense, Chest, Body Scanner. Body Scanner zum Speichern. Okay, ich denke mal, hier ist gut. Perfekt. Battery Charger da hinten, da gehe ich nochmal hin später. Das brauchen wir für einen Energy Drink, Workstation. Small Battery. Da habe ich langsam echt viele. Echt Scrap. Icicle unlocked. Geil. Kann die Waffe basteln. Ah, und da ist die Station. Und ich kann speichern. Craften können wir hier auch. Energy Drink. Na. So. Insufficient Gebiss. Ah. Bin schon wieder voll. Okay. Dann erstmal speichern hier. Dankeschön. Blueprint. Outdoor Lights. Oh. Ist wieder Sturmzeit oder wie? Och nö. Komm, du schaffst es. Ja, ich weiß, es ist nicht so gut, wenn ich jetzt beim Sturm hier bin. Store. Energy Drink. Store. First Aid Kit. Store. Weapon Chip. Canned Soup. Store. Passt. Ja, ich sollte erstmal irgendwo rein. Keine Ahnung. Nur mein Storage rein. Na toll, genau da, wo es dunkel ist. Ja, damit. Sonst ist hier nichts. Okay. Hier brauche ich Strom. Ich gehe mal hier zu dem Manager. Oh, komm. Schneller. Na
konnte ich während des Sturms die Batterien aufladen. Komm, komm, komm. Schneller. Bitte sag mir, dass du beheizt bist hier drin. I guess. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut, bis der Sturm hier vorbei ist. Währenddessen durch die Batterien aufladen und mich selber hier aufladen. Und dann geht's weiter. Also, bis gleich. So, da wäre ich wieder. Sturm hat gerade aufgehört. Batterien sind alle geladen. Dann können wir jetzt hier... Soll ich mal ein paar Energy Drinks machen? Das mal mit. Ich glaube, die schadet nicht für die Stamina. Energy Drinks war... Ah, das war hier. So, Craft. Ich brauche 4 von diesen Shadow Breeze Zeugs. Ah, die habe ich doch hier reingetan. Das ist ja... Ja, komm mal mit. Inventory... Oh, das Inventar schon wieder voll. Ach, Mann. Okay, was kann ich da ablegen? Erstmal Store. Store. 27. Small Batteries habe ich echt viele. Ja, mal... 3 Batterien maximal. Material habe ich 8. Okay, Shadow Breeze. Take. 6, 7, 8. Perfekt. Mit dir fahre ich mal ein bisschen nach vorne. Dann muss ich nicht so weit latschen. Kannst du bitte bremsen? So. Jetzt sind wir zu weit. Naja, was soll's. So, einmal da rein. So, einmal Energy Drink. Oh, 60 Sekunden. Na, Gott sei Dank hat es 2 von denen. Während die das machen... Mal schauen, wir können jetzt hier das ja eine Waffe bauen. Defense. Oh, das... Also, Weapon Chip und Mechanical Parts. Habe ich das hier drin? Beep-a-jeep, ja. Und wie mache ich diese Mechanical Parts? Kann ich das hier machen? Mechanical Parts. 15 Sekunden. Drei Jahre später. Also ich werde das definitiv in Speeder-Feedback reinschreiben. Vor allem das mit der Batterieladezeit mal ein bisschen schneller machen soll, dass es nicht eine Minute dauert. Hat sie fertig? Danke. Geil. Nice. Okay, kann ich es jetzt bauen? B, Defense. Yes. Leuchten die am besten hin. So. Wir so mittig. Okay. Ach du Scheiße. Die feuert also nicht von alleine. Okay. Ja dann. Erstmal weiterbauen hier. Ich hätte gern ein Floor. Floor. Ach nee, warte mal. Das war... Ceiling. Oder? Ah, jetzt habe ich Ceiling Edge. Ceiling... Nur Ceiling? Jetzt doof. Bin ich jetzt doof? So gerade vorher baut. Oder? Ach doch. Ja, doch, Floor. Not enough material. Habe ich hier ein bisschen was drin?
Nö. Okay. Schade. Ja, dann fahren wir ein bisschen nach vorne. Was aussieht, haben wir hier zwei Drohnen. Und eine fliegt da nach unten. Ja, die bleiben. Okay, das mit dem Bremsen ist ein bisschen semi-geil, wenn man das nachhilft. Hast du hier Materials? Oh, 19! Oh, wie geil. Ja, damit. Geil. Damit kann ich erstmal bauen. Ah, das wird schon wieder kalt und der Sturm kommt. Floor. Mann, muss ich wieder von unten machen. So. So. Geil. Hätten wir das. Und hier dann nochmal Wände. Beziehungsweise ich würde hier Window Corner da vorne machen. So wie unten. Sollen wir das... Oder machen wir das auch hinten? Ah, beziehungsweise... Nee. Das da werde ich hier freilassen. Dann können wir hier so Solarpanel hinmachen. Das heißt, wir brauchen eine Wall. Und wir haben keine Energie mehr. Geil. Small Battery. Wall. Hier so. Und hier so. Rotate. Dankeschön. Not enough material. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich da gerade so viel gekriegt. Habe ich da jetzt alles mitgenommen von dem? Nee. Was? Ah, nein! Nicht so all. Take all. Dankeschön. Wo ist die Drohne hingeflogen? Nach da unten. Gibt es da irgendwas Interessantes? Nö. Der wird doch nicht die ganze Zeit mehr generieren, oder? Droni? Droni fliegt wieder rein. Macht ihr Ding. Was wird der Material hier drin? Okay, ich glaube, wenn man lang genug wartet, dann kann man hier ein bisschen farmen. So, Turn Engine on, wir fahren weiter. Da hinten das nächste. Okay, ich glaube, ich kann dich erstmal rollen lassen. Hallo Droni. Oh, 20! Geil! Take it all. Drei haben wir jetzt hier noch drin. Mensch, das geht ja voran mit dem Bauen hier. Hallo? Dankeschön. So, also nochmal ein Fenster, Window. Dankeschön. Hier noch und hier. Und dann würde ich hier das nochmal mit einer Wall machen. Nochmal so nach innen. Hier, Wall, Wall, Wall. Ich würde sagen, einmal Wall noch. Not enough. Oh, scheiße. Das geht sich jetzt mit dem Abstand nicht so wirklich aus, ne? Sehe ich gerade. Das war vielleicht nicht ganz so gut überlegt. Müssten das vielleicht nochmal eins versetzen. Okay. Scrap Mode. Scrap, 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 Scrap. Dann gehen wir hier von vorne aus. Machen hier nochmal... Ach, wir haben keine Energie. Small Battery Use. Wall. Machen wir das hier so mit zwei Wall-Elementen. Aber müssen wir dann auch den Aufgang hier anders machen? Hm.
Wir müssen das mit dem Aufgang hier anders machen. Nicht so ideal. Warum? Schade, wir bräuchten so eine halbe Wand. Okay, achso, warte mal. Wir haben ja da noch drei Materialien. Komm bitte mit. Material. Ah, so ein... Was? Nee, ausmachen. Das kostet wieder Energie. Ah, Stichwort Energie. Habe ich noch eine Batterie? Used, used, used. Nee, dann hole ich welche von unten. Interact, small battery, use. Die können wir storen. Okay. Wall corner, window, glaube ich, wollte ich hier machen. Ja, genau. Window, window. Und das hier scrappen. Ach, das ist jetzt beschissen hier mit dem Abschluss. Ansonsten... Die Wall. Oder man macht den Abschluss so und man kann es dann vielleicht... hier hinten noch irgendwie platzieren. Jedes Mal durch die Scheibe hier durchlaufen. So, so und... Not enough suit power. Small battery. Use. Dankeschön. Können wir das jetzt hier abschließen? Wall. Geil. Dann können wir jetzt hier das Ceiling machen und dann wären wir hier eigentlich drin geschützt. Das heißt, das wäre Ceiling. Okay, dann kommen Material mehr. Nice. Einmal weiter hier, bitte. Oh, nicht mehr so viel Power. Ich glaube, wir fahren einfach direkt mal in die nächste City. Ohne, dass wir jetzt hier bei Drohnen hier runtergehen. Die Türen zu. Was kostet so ein Licht? Adas, Chess, Body Scanner. Architecture, Stair Stores. Ach, können wir noch gar nicht bauen. Ich glaube, ich bereue es, dass ich jetzt hier mit dem Zug losgefahren bin. Wir können in Sturm keine Power generieren. Und das ist hier nicht abgeschlossen. Schlecht. Schneller fahren will ich nicht. Jetzt bleibe ich hier stecken. Hoffen wir mal, dass der Damage nicht allzu krass ist. Ich habe hier drin... Ah doch, ich habe die Frostanzeichen. Wird schlimmer. Scheiße, ich brauche ein Gebäude. Da hinten vielleicht? Wenn ich jetzt noch richtig Pech habe, dann kommen jetzt auch noch die anderen Drohnen und greifen mich an. Das sieht nach einem Tunnel aus. Da ist da noch ganz viel nix. Ob das mal ein Zug gewesen ist? Ich würde gern... Ja, ich glaube, das war mal... Oh, scheiße. Ich müsste hier stehen bleiben. So ein Engine auf. Ah, soll ich da schnell runter? Soll ich da schnell runter? Wie viel Schaden kriege ich? Schon ein bisschen was. Oh, scheiße, da ist nix. Ja, das brauchen wir einen Zug hier. Lese ich später. Erstmal Zeugs hier mitnehmen. Blueprint, Outdoor Light.
Hat sich schon mal rentiert. Komm, 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 komm. Ja, sorry, hier du aber nachher. Oh, Scheiße. Ah, Mann. Wir brauchen einen Energy Drink. Es geht auf die Health. Shit. Interact. Energy Drink. 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 Ich brauch mehr von dem. Gesundheit ist nicht gut. Fahren wir mal in den Tunnel rein. Vielleicht gibt es dann keinen Schaden. Und dann gehen wir hier nochmal raus. Weil der Sturm vorbei ist. Bisschen dunkel hier drin. Aber immer noch die Sturmwarnung. Okay. Stopp. First Aid Kit. Heal. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut, bis der Sturm vorbei ist. Und dann werden wir hier nochmal nach hinten gehen und schauen, ob wir noch mehr finden. Jetzt ist es gerade ein bisschen zu gefährlich. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Sturmsymbol ist weg, aber ich höre den Sturm an sich noch. Wir werden jetzt trotzdem mal nach hinten wieder fahren. So. Wenn es da hinten wäre, vielleicht doch nicht so schlecht gewesen. Wir können ja immerhin seitlich rausschauen. Oh, gehen wir mal auf... Ne, minus 1. Postet alle Ström hier. Ach, jetzt sehe ich es rechts unten. Scrap Mode V. Ah, oh, ich habe das voll nicht gesehen. So... Halbwegs parallel zu dem. Bremsen. So, Turn Engine off. Dankeschön. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Nee. Aber da unten vielleicht. Ist es? Ja. Können wir aber nicht nutzen. Kaputte Drohne. Hier können wir auch nichts machen. Noch so ein Teil. Ne? Secrets? Yes! Secrets. Reed, we have been stuck in this cave for 3 days now. The storm is too strong to go outside. Jeet and I managed to salvage some batteries from the drones that attacked us. We have used them to power a makeshift heater that keeps us from freezing to death. It's not much, but it's better than nothing. We have also received a message that another train is on the way to rescue us, but I had to take a detour because of the storm. They should be here in a few hours. Okay, they sind also angegriffen worden. First aid kit. Nice. Blueprint. Liked. Ammo. Finde ich super. Interliked. 2 von 3. Okay, I guess. That's it. Also die Taschenlampe könnte auch ein bisschen heller sein. Für meinen Geschmack. So, machen wir es wieder aus. Es wäre noch irgendwie cool, wenn im UI angezeigt wird, dass die Taschenlampe an ist. Hier so im Hellen. Kann man mal recht schnell übersehen, dass sie an ist. Okay. Weiter geht's. Mit 1. Die Ammo. Wo ist sie? Können wir hier mal storen. Hoffentlich heißt das nicht, dass wir einfach nur 10 Schuss haben. Das wäre ein bisschen doof. Und wir brauchen noch eine Chest. Die Chest kostet
2 Material. Das wir nicht haben. Schade. Nächste City. Oh, scheiße. Das mit der Power schaut wirklich nicht gut aus. Der Zug müsste immer ein bisschen länger stehen. Beziehungsweise dieser Handgenerator braucht Mechanical Parts und Smart Material. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ich glaube, da hinten ist der Tunnel auch schon wieder vorbei. Der Motor braucht Strom. Ob der Verbrauch entsprechend höher geht, je mehr wir hier drin bauen? Ah. Ich habe nicht darauf geachtet, was der ganz am Anfang gebraucht hat. Oh, ich hoffe, wir kommen aus dem Tunnel raus. Taschenarme bringt hier kaum was. So ein Tesla Turbocharger, das wär's jetzt. Mal kurz zum Anschließen. Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das irgendwas gemacht hätte. Ist das die Außenwelt oder? Noch ein Tunnel? Shit. Power 70. Was zum... Okay. Noch ein paar andere Röhren hier. Bleib mal stehen, bitte. Bremsen. So. Wir haben jetzt den Ratepunkt plus 50 in der Minuten. Das dauert ja noch ewig, bis der wieder oben ist. Holy moly. Oh Gott, währenddessen können wir uns so umsetzen. Warum baut man sowas? Eine gigantische Wand hier. Okay, was haben wir hier? Read. An hour has passed since we arrived. We are so close to the main sector, just behind this wall. I can't imagine what it looks like without all these people, but at least it'll be warm there. I think this place was never going to be easy, but it's turning out to be much harder than before. The tunnel gate is broken and Gitti and other engineers are working on fixing it. Hopefully they will have it up and running soon. Heißt, wir kommen hier nicht weiter? Oh, Energy Drink. Bin ich gut. Small Battery. Haben wir ja schon ein, zwei. Oh, Solar Plates. Geil. Solar Panel Tier, 1 von 3. Noch was? The primary power grid is no longer connected to the tunnel gate, which is broken. However, I've managed to connect it to a battery in the nearby tunnel. If you're reading this and want to enter Sector 87, follow the cable to turn on the battery output. Be careful, for you don't want to wake up that scout drone. Okay. Noch ein Solar Panel. Power is down. Möchte ich den Energy Drink vielleicht jetzt nehmen? Ja. Jetzt was ich tue, mich mal kurz ein bisschen preparen. Wenn da jetzt irgendwas kommt, wo ich mich wehren muss. Das lasse ich mal drin. Energy Drinks. Warte mal, ich tue das mal hier storen. Store. Ah, scheiße, das ist voll. Take. Ich nehme mal 2 von dem. Toll, jetzt wird es wieder dunkel. Wie viel Schuss habe ich dann? 2 Schuss. Wow.
Das sind effektiv zwei Schuss. Hier muss ich lang. Scout-Drohne. Da ist nochmal so ein Waffenteil. Natürlich muss es hier dunkel sein. Scheiße, das kann ich nicht usen. Ja, gleich. Ich nehme zuerst mal Beeping Chip. Solar Panel unlocked. Energy Drink, Small Battery. Okay. Nicht rennen. Da schlagen wir wieder aus, um Energie zu sparen. Das noch irgendwie erklärt wird, warum uns dann Drohnen hier angreifen. Okay, schnell weg hier. Bevor ich es aufmache, was kostet das Solarpanel? Power? Zwei Smart Materials und Mechanical Parts. Hatte ich Mechanical Parts nicht gestored? Was war das? Ne, habe ich nicht. So wie Solar Blades. Ich dachte, ich hätte irgendein Part. Ah, Weapon Chip war das. Okay. Cool. Das wäre unlocked. Und uns greift nichts an fürs Erste. Ich bin happy. So, was macht der Strom? 285. Okay, ich würde mal sagen, bevor wir hier weiterfahren, warte ich hier erstmal ein bisschen, bis wir hier auf 500 sind. Dann können wir ein bisschen fahren und dann mal schauen, was da hinter dem Tunnel ist und ob es dann Action gibt mit anderen Drohnen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Gute Nachrichten, wir haben wieder 500 Power. D3 ist. Wir können hier wieder losfahren. Und ich glaube, ja. Wir fahren genau dann los, wann hier der Sturm wieder anfängt. Türen zu hier. Just in case. Wenn wir Glück haben, sind wir auf der anderen Seite von dem Tunnel und der Sturm hört auf. Habe ich noch einen Energy Drink? Ja. Was? You have reached the end of the prologue. Thank you for playing Heat Death. We hope you enjoyed the game. Oh, schade. Ich dachte, ich käme hier ein bisschen weiter mit der Beta. Na gut, dann müssen wir da wohl warten. Ja, also ich meine, es ist jetzt sehr wenig Inhalt, um da jetzt wirklich ein Urteil zu fällen. Ich denke, es hat Potenzial. Es braucht auf alle Abwechslung. Ein bisschen mehr zum Bauen. Ich sage jetzt noch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Es ist ein guter Anfang erstmal. Wie gesagt, mit Void Train kann man es noch nicht wirklich vergleichen. Da müsste man auch ein bisschen... Was? You haven't found the secret cave yet. You go back to the game and look if you're curious. Der war doch in der Höhle drin. Okay. Naja, was ist euer Gedanke zu dem Spiel? Sollen wir da mal weiter reinschauen, wenn es dann mehr Content gibt? Oder sagt ihr, ja, nee, da spielen wir dann lieber Void Train fürs Erste. Euer Feedback in den Kommentaren. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte,
kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.